Hallo und willkommen zurück zu The Book of Unwritten Tales 2. So, in der letzten Folge haben wir das Gasthaus besucht und haben ein paar alte Bekannten wieder getroffen. Jetzt reden wir mit Mr. Remy, dem König der Diebe. Remy sieht müde aus. Ich glaube, der Wahlkampf und die aktuelle Situation in der Stadt machen ihm zu schaffen. Hallo, Remy. Wenn das nicht der neue Star-Professor der Zaubererschule ist, wie war dein erster Tag, Wilbur? Ja, ach, frag lieber nicht. Schuldirektor Bloch ist ganz, ganz gemein zu mir. Ich habe etwas Verdächtiges beobachtet. Du siehst sehr gestresst aus, Remy. Ich habe es beobachtet. Ich habe Direktor Bloch im Lehrerzimmer überrascht, als er in einer Schreibtischschublade herumwühlte. Aber als ich ihn angesprochen habe, hat er sich erschrocken. So, als hätte ich ihn bei etwas ertappt. Er wollte nicht, dass du siehst, wie er an seiner eigenen Schreibtischschublade herumhantiert? Interessant, oder? Ist dir sonst noch etwas Verdächtiges aufgefallen? Schuldirektor Bloch ist ganz, ganz gemein zu mir. Direktor Bloch ist ganz gemein zu mir. Er hat mir viele schwierige Aufgaben gegeben. Die du bestimmt alle gelöst hast, wie ich dich kenne. Ja. Ja, aber dann hat er mir noch andere, viel schwierigere Aufgaben gegeben. Und selbst wenn ich die Nacht durcharbeiten würde, könnte ich sie nicht alle erledigen. Niemand könnte das. Interessant und seltsam. Wenn er dich als schlechte Wahl des Erzmagiers darstellen wollte, dürfte er dir keine Aufgaben geben, die ganz offensichtlich nicht zu schaffen sind. Die Leute würden bemerken, was für ein Spiel gespielt wird, und der Trick könnte nach hinten losgehen. Erst die Sache mit der Schreibtischschublade und jetzt das. Irgendetwas stimmt da nicht. Sehe ich auch so. Du siehst sehr gestresst aus, Remy. Ich bin der Ratsvorsitzenden von Buren noch einmal über den Weg gelaufen. Was unternehmen wir wegen Direktor Bloch und seinem seltsamen Verhalten? Die magische Schiefertafel hat mir empfohlen, einen Golem zu bauen. Was hältst du davon? Erzmagier Alistair hat mir eine magische Schiefertafel geschenkt. Das sieht ihm ähnlich. Er mag magische Spielereien. Vielleicht ist es nicht nur das. Die Tafel hat mir geraten, einen Golem zu bauen, der mich bei der Arbeit unterstützt. Einen Golem? Sie sind sehr stark und er könnte mir viel Arbeit abnehmen. Ja, aber ich denke gerade an etwas anderes. Überleg mal. Wir sind uns darüber einig, dass der Erzmagier der mächtigste lebende Zauberer ist. Natürlich. Niemand könnte ihm mit einem magischen Angriff auch nur ein Haar krümmen. Aber rohe Gewalt? Ein Stein auf den Kopf? Ein Messer in die Rippen? Das wäre eine Möglichkeit. Aber jetzt stell dir vor, er hätte einen Leibwächter. Einen großen Kerl. Steinhart. Du meinst mich? Nein, wahrscheinlich nicht. Du sprichst von einem Troll, die sind aber ganz schön nervig. Wie zum Beispiel ein Golem. Du meinst mich? Sicher, ich bin etwas gewachsen, aber so hart fühle ich mich nicht. Nein, ich meine einen Golem. Ach so. Selbst ein Troll würde an einem Golem nicht vorbeikommen. Und das Beste, Golems sind absolut loyal. Sie können gar nicht anders, als den Befehlen ihres Meisters zu gehorchen. Und wenn ich ihm befehle, den Erzmagier mit seinem Leben zu verteidigen? Dann wird er genau das tun und niemand wird an ihm vorbeikommen. Das klingt fantastisch. Bekommst du das hin? Einen Golem zu bauen und zum Leben zu erwecken? Ich werde es auf jeden Fall versuchen. Dann kann er erst die doofen Aufgaben vom Direktor erledigen und anschließend den Erzmagier bewachen. Der Direktor und die Ratsvorsitzende haben sich mit dem falschen Gnom angelegt. Du siehst sehr gestresst aus, Remy. Du siehst auch nicht gerade zufrieden aus. Harter Tag? Harte Woche. Ich bin besorgt um die Sicherheit des Erzmagiers. Die Lage in der Stadt ist explosiv. Er ist heute auf offener Straße beschimpft worden, als er unten in einem Feldlazarett nach dem Rechten gesehen hat. Aber das waren nur aufgestachelte Spinner. Ich mache mir Sorgen um den einen Attentäter, der genug Köpfchen, Ressourcen und Willen hat. Jemand wie Direktor Bloch? Schwer vorzustellen, aber nicht auszuschließen. Wir brauchen mehr Informationen. Ich bin der Ratsvorsitzende von Buren noch einmal weggelaufen. Die Ratsvorsitzende stand oben an dieser neuen Lostrommel und hat einem Reporter die morgige Ausgabe des Ausgucks in den Block diktiert.
Ja, sie hat den Ausguck in der Tasche. Miststück. Sehr ehrgeizig, hartnäckig und skrupellos. Eine gefährliche Mischung. Kommt aus einfachen Verhältnissen und hat sich an den alten Van Buren rangemacht. Wollte ihn zu allerlei neuen Geschäften und zu einer politischen Karriere überreden. Viele sagen, er sei so früh gestorben, weil er endlich seine Ruhe haben wollte. Und wie wurde sie dann zur aussichtsreichsten Herausforderin des Erzmagiers? Der Erzmagier hätte gern, dass wichtige Regierungsposten nicht mehr automatisch an die reichsten Bürger gehen, sondern an die kompetentesten, vom Volk gewählt. Und das schmeckt dem Adel und den Händlern natürlich nicht. Sie spuckten Gift und Galle, als sie davon erfuhren, aber sie konnten zunächst nichts ausrichten. Der Erzmagier war zu populär, unantastbar. Doch dann kam Sibyl van Buren und hatte einen Plan. Man sollte der Wahl zustimmen und ihr ein Jahr Zeit geben. Ein Jahr, in dem sie dem Erzmagier Steine in den Weg legte und seine Politik sabotierte, wo sie nur konnte. Ihr einziges Ziel war es, ihn schlecht aussehen zu lassen. Bei den Göttern würde ich es verabscheuen, wenn sie damit durchkäme. Wird die Erzmagier die Wahl gewinnen? Ja. Aber wir werden die Wahl doch gewinnen, oder? Der Erzmagier, meine ich. Van Buren hat all ihre Ressourcen genutzt. Mächtige, reiche Freunde, versorgt mit wichtigen Posten. Der Seefelsausguck, die einzig verbleibende Zeitung der Stadt. Einfache Slogans, einfache Lösungen. Patriotismus und Ressentiments. Sie sagt den Bürgern, was sie hören wollen. Und dennoch, der Erzmagier wird diese Wahl gewinnen. Jede Stimme für die Ratsvorsitzende und ihre Bande ist eine Stimme zu viel. Aber die Dummheit hat noch nicht gesiegt. Noch nicht. Warum steht der Erzmagier die Ratsvorsitzende nicht bloß? Warum wehrt sich der Erzmagier nicht stärker gegen die Ratsvorsitzende? Warum erzählt er nicht allen von ihren Machenschaften? Er will, dass sich möglichst viele bei der Lösung unserer Probleme beteiligen. Er will keine Lager, die sich gegenseitig an die Kehle springen. Aber ich weiß nicht, ob das gelingt. Die Leute beginnen sich mit den Zuständen abzufinden. Sie geben alles und jedem die Schuld und sie versuchen nicht einmal mehr, etwas zu verändern. Ich habe den Erzmagier danach gefragt. Und weißt du, was er gesagt hat? Stillstand ist bequem, deswegen bevorzugen ihn viele. Fortschritt erfordert Anstrengung. Was wäre das für eine Welt, wenn es himmelschreiende Ungerechtigkeit gäbe und sich jeder damit abfände, einfach weil Änderungen zu anstrengend sind? Aber hey, ich bin nur eine Ratte. Was weiß ich schon? Oh, mach dich nicht kleiner, als du bist. Was unternehmen wir wegen Direktor Bloch und seinem seltsamen Verhalten? Wie geht's weiter? Behalten wir Direktor Bloch im Auge und warten ab, was passiert? So kurz vor der Wahl? Ein Unterstützer der Ratsvorsitzenden, der sich verdächtig verhält und das in der Nähe des Erzmagiers? Nein, zu hohes Risiko. Wir können nicht warten. Also, schaust du dir die Sache mal an? Ich würde gerne, aber vielleicht ist genau das ihr Plan. Ein offiziell inoffizieller Mitarbeiter des Erzmagiers schnüffelt im Büro eines seiner politischen Gegner herum. Wäre nicht gut, wenn das herauskäme. Ein Skandal erster Güte. Aber wenn ein Lehrer im Lehrerzimmer ein Formular sucht, ein Lehrer, der in der Schule ist, weil der Direktor ihm dort Aufgaben gegeben hat. Normalerweise würde ich versuchen, dich davon abzuhalten. Aber der Erzmagier ist morgen zu Besuch in der Schule. Wenn seine Gegner etwas planen, müssen wir sie heute Nacht entlarven. Ich mach's. Ich sehe mich um. Falls ich was entdecke, melde ich mich bei dir. In Ordnung. Aber sei vorsichtig, Wilbur. Dann lass uns keine Zeit verlieren. Ich baue einen Golem-Leibwächter für den Erzmagier und schaue mich im Büro des Direktors um. Genau. Und sobald du etwas Ungewöhnliches entdeckst, sagst du mir Bescheid. Keine Heldentaten, Wilbur Wetterquarz. Aber natürlich nicht. Ich pass schon auf. Ich gehe zurück in den Untergrund. Ich will herausfinden, was es mit dieser dunklen Magie auf sich hat, die der Erzmagier seit einigen Tagen spürt. Viel Erfolg! Du und deine Herren, ihr kommt mit eurem Plan nicht durch. Ihr habt vielleicht große und mächtige Freunde, aber der Erzmagier hat kleine und clevere. Tja, jetzt kümmern wir uns mal um Jorge.
Und das Wasser schon geschmolzen? Mittlerweile hat das Feuer das Wasser im Eimer schmelzen lassen. Sehr schön. Mittlerweile hat das Feuer. Ja. Silberling kann ich immer so verwenden. Ja, das wollte ich jetzt nicht. Absetzen. So, das Ränke. Nein, okay. Dann gehen wir zu Jorge. Betrachte den Jungen. Das ist ja der fürchterliche Junge aus dem Unterricht. Ganz schön spät für so einen kleinen Kerl. Jungen Kerl. Heda! Sie sind Wilbur Wetterquarz. Du willst mich auf den Arm nehmen, oder? Bist wohl beleidigt, weil ich heute Morgen in der Schule bewiesen habe, dass ich mehr von Magie verstehe, als du gedacht hast. Was? Wovon sprechen Sie, Meister Wetterquarz? Der kann sich nicht daran erinnern. Warum warst du heute Morgen in der Schule so unerstehlich? Du warst heute Morgen in der Schule ganz schön frech. In welcher Schule? Siehst du? Und schon wieder willst du mich auf den Arm nehmen. Aber Meister Wetterquarz, ich würde nie... Heute Morgen in der Zaubererschule hast du versucht, mich zu verunsichern und vor den anderen Schülern dumm dastehen zu lassen. Die Zaubererschule? In der Oberstadt? Da darf ich doch gar nicht hin. Ich bin nicht in Seefels geboren und bestimmt nicht wichtig genug, um einfach so in die Oberstadt gelassen zu werden. Du willst mir weismachen, dass du heute Morgen nicht bei mir im Unterricht warst? In Ihrem Unterricht? Um Zauberer zu werden? Das wäre so cool! Gibt es da etwa auch einen Doppelgänger, so wie es beim Direktor Bloch gab? Ich glaube immer noch, dass du mich auf den Arm nehmen willst. Oder hast du einen Zwilling? Nicht, dass ich wüsste, Herr Wetterquarz. Vielleicht hat jemand meine Gedanken kontrolliert, ohne dass ich es bemerkt habe. Jetzt bin ich mir sicher, dass du mich veralbern willst. Nein, könnte doch sein. Nicht alle Hexenmeister, Nekromanten und Anwälte der Schattenarmee wurden gefasst, oder? Das stimmt. Was spielst du denn da? Du scheinst für einen wichtigen Kampf zu trainieren. Nee, ich spiele ihren Kampf nach. Wie sie und Captain Bonnet und Prinzessin Ivo die Erzhexe Mordroge auf dem Schwarzen Turm besiegt haben. Tatsächlich? Es muss der tollste Kampf aller Zeiten gewesen sein. Die einsamen Helden, umgeben von Monstern, stellen sich der Anführerin der Schattenarmee und ihrem Sohn Munkus. Piu! Wusch! Krach! Naja, ganz so dramatisch war es vielleicht nicht. Ein jahrzehntelanger Krieg, das Artefakt des Schicksals. Und plötzlich ist Frieden. Wenn das nicht dramatisch ist. Ja, recht hat er. Was weißt du über das Artefakt des Schicksals? Weißt du, was das Artefakt des Schicksals ist? Es kann jeden Wunsch erfüllen. Sie haben sich bestimmt gewünscht, dass das Böse besiegt wird, oder, Meister Wetterquarz? Wir haben es nie eingesetzt. Der Erzmagier warnte uns, dass die Macht des Artefaktes zu groß sei. Aber wenn man sich alles wünschen kann, dann kann man sich doch einfach gute Dinge wünschen. Erzmagier Alistair glaubt nicht, dass die Welt so funktioniert. Und ich vertraue ihm. Wenn Sie das glauben, dann glaube ich das auch. Ist es nicht langsam Zeit, nach Hause zu gehen? Es ist schon spät. Ist es nicht langsam Zeit, nach Hause zu gehen? Ich warte, bis im Gasthaus keine Gäste mehr sind. Manchmal geben Sloth und Grump mir ein Zimmer, wenn es niemand mietet. Du hast gar kein richtiges Zuhause? Ich habe gleich mehrere. Manchmal schlafe ich unten in der Zeltstadt. Und manchmal lässt mich die Witwe Bolte auf der Bank vor ihrem Kamin schlafen. Aber wenn ich im Gasthaus in einem richtigen Bett schlafen kann, dann nehme ich natürlich das. Oh. Wenn du willst, kannst du mit zu mir in die Oberstadt kommen. Ich habe ein kleines Zimmer in der Schule. Wenn du im Gasthaus kein Bett findest, kannst du gerne bei mir schlafen. Mein Hasenschaf wird sein Bett heute wohl nicht so verteidigen können wie sonst. Und ich schlafe auf dem Boden. Das wäre ja... Wow!
Aber die Schule liegt in der Oberstadt. Da darf ich nicht hin. Ach, diese alberne Regel. Vielleicht gewinnst du ja in der Lotterie. Was für eine Lotterie? Es soll morgen eine Lotterie geben. Der Gewinner darf in der Oberstadt leben. Das wäre ja fantastisch. Vielleicht hast du Glück. Jeder hat die gleiche Chance. Das klappt bestimmt. Und wenn nicht heute, dann vielleicht beim nächsten Mal. War schön, dich wiederzusehen oder zum ersten Mal getroffen zu haben. Ich hätte es bestimmt nicht vergessen, wenn ich sie schon einmal getroffen hätte, Meister Wetterquarz. Das ist eigentlich ein netter Junge. Entweder der Junge macht sich über mich lustig, oder das ist ein weiterer Punkt für unsere Liste seltsamer Vorgänge. Tja, jetzt reden wir mal mit Jorge. Psst! Jorge! Und, Petey, wie lautet die Losung? Gold macht nicht glücklich. Solange es im Beutel der anderen klimpert. Ganz recht. Also, ein Fass Branntwein wolltest du haben? Genau. Macht einen kleinen Sack Silberlinge. Null problemo. Ein Fass Branntwein. Kommt sofort. Das ist es. Das ist das Fass mit der Markierung. Was hast du gesagt? Ach, nichts weiter. Danke für die Lieferung. Solange du zahlst, liefere ich. Mach's gut. Jorge hat auf das Fass keine Steuern bezahlt. Dabei werden von den Steuern Straßen gebaut, die Alten und Kranken gepflegt und meine Äpfel bezahlt. Das wird Herrn Schildträger sehr interessieren. Ja, ganz sicher sogar. Zloff hat das Fass ordnungsgemäß bezahlt. Es gehört ihm. Er sollte es abholen lassen, bevor es noch verschwindet. Okay, dann reden wir vorher mit ihm. Hallo, Zloff. Ah, Wilbur, sei gegrüßt. Grüß dich, ein Teil unseres Fassplans ist aufgegangen. Jorge hat das Fass geliefert und keine Steuern dafür bezahlt. Und das soll ihm Probleme bereiten? Herr Schildträger verhaftet ihn gerade. Oder redet mit ihm. Oder so. Die beiden mögen sich nicht besonders, aber sie sind von denselben Leuten abhängig. Sie werden sich nicht gegenseitig. Grump? Kaputt kloppen? Nein. Ans Bein pinkeln. Richtig. Wenn ich nur dabei wäre, dann könnte ich aufpassen, dass alles mit rechten Dingen zugeht. Wiedersehen, Zloff. Auf Wiedersehen. Ja, vielleicht können wir dabei sein. So kann ich den nehmen. Remy hat sein Glas stehen lassen. Da ist eine Markierung drauf. 2 Zentiliter steht daneben. Für die meisten Leute ist das nur ein kleiner Schluck. Aber für eine Ratte ist das schon eine ordentliche Menge Alkohol, schätze ich. Ja, nimm mal mit. Na gut, dann gehen wir zu dem Schildträger. Und? Jorge hat das markierte Fass geliefert. Und hat mich damit hintergangen. Na warte, ich bekomme das Bestechungsgeld, das mir zusteht. Hey! Hallo? Was ist mit meiner Ausnahmegenehmigung? Hey, Herr Schildträger, wir hatten doch eine Abmachung. Jetzt verhandelt Herr Schildträger mit Jorge über seine Bestechung und ich sitze hier unten fest. Toll. Was jetzt? Jetzt verhandelt Herr Schildträger, wenn ich es den beiden doch nur heimzahlen. Ich habe diese seltsame Trennung zwischen Ober- und die Oberstadt ist wie eine Stadt in der Stadt, mit eigenen Mauern und einem eigenen Tor. Zwar arbeiten Leute aus der Unterstadt dort oben, doch abends gehen sie in die Unterstadt, weil sie sich oben die Mieten nicht leisten können. Mit meinem einen Apfel pro Tag würde ich dort oben auch nicht weit kommen. Zum Glück wohne ich kostenlos in der Schule. Kann ich so sowas machen? Ja, gut. Reden wir nochmal mit Zloff. Oder gibt's hier noch was? Nö. Okay, wir reden mit denen nochmal. Ich finde die beiden recht unterhaltsam.
aber ich wüsste nicht, was ich gerade mit Ihnen zu bereden hätte. Ja, wir haben das da. Ich sollte den PIN nicht einfach weggeben. Vielleicht brauche ich ihn später noch. Maybe. Oh, geht das? Ich habe es genau bis zur 2-Zentiliter-Markierung gefüllt. Okay. Hey. Oh, das ist dasselbe. Das ist der Reporter, der sich oben an der Lostrommel von der Ratsvorsitzenden die Nachrichten in den Block diktieren ließ. Wenn ich jemals einen frustrierten Menschen, Fuchs, Dings gesehen habe, dann ihn. Ja, red mal mit ihm. Bisschen aufmuntern. Entschuldigung? Ah, Wetterquarz, oder? Sie kennen mich? Die Ratsvorsitzende hat mich gebeten, mal ein wenig in deiner Vergangenheit zu schnüffeln. Dreckige Wäsche finden. Nichts. Der Magierumhang ist ja auch noch ganz neu. Ich habe ihn bekommen, als ich Professor wurde. Gefällt er Ihnen? Sehr schön. Warum störst du mich beim Trinken? Ich habe ein paar Fragen. Ein paar gleich? Natürlich. Damit sich das auszahlt. Ich habe Sie oben an der Lostrommel mit der Ratsvorsitzende gesehen. Ich habe Sie oben gesehen. An der Lostrommel. Ratsvorsitzende von Buren war auch da. Yep. Keine meiner Sternstunden. Lasse mir von einer Politikerin sagen, was ich über sie schreiben soll. Warum tun Sie es dann? Integrität kann man nicht trinken. Außerdem ist es großartig, die Meinung so vieler beeinflussen zu können. Was ich schreibe, ist am nächsten Tag Thema, weißt du? Sie wirken nicht sehr glücklich. Ich finde, Sie sehen nicht sehr glücklich aus. Nein? Warum sollte ich das nicht sein? Ich habe immer eine Handbreit Schnaps im Bauch und habe noch nie so viel Gold gemacht wie dieses Jahr. Ich habe es für Weiber, Alkohol und schnelle Pferde ausgegeben. Und den Rest habe ich einfach verprasst. Ich muss einfach glücklich sein. Ja. Man sieht's. Sie sind der Herausgeber des Seefelsausguck oder Herr... Sie sind der Herausgeber des Ausgucks oder Herr... Fuchs. Archibald Fuchs. Sie heißen wirklich Fuchs? Was dagegen? Nee. Ist das nicht, naja, etwas unkreativ? Sie sind ein Fuchs? Sie heißen Fuchs? So ist es nun mal. Das ginge auch subtiler. Heutzutage ist jeder ein Kritiker. Das ist auch nicht so viel. An was schreiben Sie gerade? An was schreiben Sie gerade? Einem Artikel für die morgige Ausgabe. Hausdrachenangriffe nehmen zu. Kleinkind attackiert. Wie klingt das? Das ist ja schrecklich. Geht es dem Kind gut? Keine Sorge. Das Kind gibt es ebenso wenig wie ein Problem mit Hausdrachen. Aber warum schreiben Sie dann darüber? Ist das nicht offensichtlich? Der Erzmagier tut einfach nicht genug gegen dieses Hausdrachenproblem. Aber ich dachte, das gibt es nicht. Die Ratsvorsitzende hat sich des Themas nun angenommen und hat endlich ein Gesetz erlassen, das die Hausdrachenhaltung streng reglementiert. Alle gewinnen. Meine Zeitung, weil sie als erstes über dieses dringende Problem berichtet hat. Die Ratsvorsitzende, weil sie schnell und entschlossen gehandelt hat. Die Bürger, weil sie sich nun endlich nicht mehr wegen der Hausdrachen sorgen müssen. Machst du dir Sorgen wegen der Hausdrachen? Nein. Siehst du? Alles dank Frau van Buren. Ja, so läuft es mit den echten Medien auch. Ich glaube, ich habe eine Geschichte für Sie. Ich glaube, ich habe eine Geschichte für Sie. Eine echte Geschichte. Ja? Jetzt gerade verhandeln der Hauptmann der Stadtwache und ein stadtbekannter Händler über Bestechungsgelder. Was sagen Sie dazu? Bin schockiert. Nein, ganz ernsthaft. Jorge schmuggelt Alkohol in die Unterstadt und umgeht den Zoll. Herr Schildträger weiß davon und will sich bestechen lassen. Wilbur, weißt du... Herr Fuchs, Sie sind doch Reporter. Es ist Ihre Aufgabe, solche Vorgänge aufzudecken. Wissen Sie, warum Sie sich so mies fühlen? Weil Sie ein Spürhund sind. Fuchs, weil Sie ein Spürfuchs sind.
Sie wollen sich nicht nur Geschichten ausdenken und sich Propaganda diktieren lassen. Sie wollen ermitteln. Sie wollen aufdecken. Sie wollen entlarven. Also schön. Komm mit und schau dir an, wie dieser alte Fuchs die Dinge regelt. Moment, ich habe noch eine Frage. Es gibt nur noch ein Problem. Die beiden sind in der Oberstadt und das Tor ist zu. Ich bin Reporter, ich habe überall Zugang. Das ist doch Blödsinn. Würde ich dir ein Goldstück pro Fass abgeben, würde ich bei 3 Goldstücken Kosten nur noch 6 Goldstücke Gewinn machen. Da könnte ich auch gleich Steuern zahlen. Ich will meinen Anteil. Ohne meinen Anteil läuft hier gar nichts. Guten Abend, meine Herren. Und jetzt auch noch der. Was muss ich vernehmen? Werden in dieser Stadt etwa Wucherpreise für Alkohol verlangt? Und wird dieser Alkohol am Zoll vorbei in die Unterstadt geschmuggelt? Ich war gerade dabei, die Vorgänge aufzuklären. Was willst du, Fuchs? Troll dich, wir haben hier Geschäfte zu machen. Deswegen bin ich hier. Ich möchte meinem jungen Freund dort zeigen, wie in dieser Stadt Geschäfte gemacht werden. Genau. Immerhin gibt es Gesetze. Haha, richtig. Laut Gesetz müsste Jorge auf viel Geld verzichten. Schildträger wäre job- und einflusslos und ich müsste mir über die Alkoholzufuhr Sorgen machen. Was schlägst du stattdessen vor? Ich bekomme meinen Alkohol künftig zu normalen Preisen. Kein Wucher mehr für den alten Fuchs. Jorge, du benutzt weiter den Kran und sparst dir den Zoll. Ein Teil der Ersparnis steht unserem tüchtigen Hauptmann Schildträger hier zu. Ich spare Gold. Du verdienst weiterhin mehr, als dir zusteht, und Schildträger macht eine Kleinigkeit nebenher. Alle gewinnen. Wie klingt das? Aber klingt fair für mich. Ja, gut. Dann ist das abgemacht. Komm, Schildträger, es gibt was zu feiern. Dem kleinen Wilbur hier war sofort klar, dass die Situation unhaltbar war. Ein Geschäft, bei dem du bisher verdient hast und plötzlich leer ausgehen solltest. Unmöglich. Danke, Wetterquarz. Vielleicht habe ich dich falsch eingeschätzt. Hier, damit kommst du jederzeit von der Unterstadt in die Oberstadt. Hast ihn dir verdient. Okay. Das hier ist die Welt, die ich mit aufgebaut habe. Anstatt sie zum Einsturz zu bringen, bin ich eine ihrer Säulen geworden. Das ist der Grund, warum ich nicht glücklich bin. Tja, überall nur Korruption. Ich beende die Folge hiermit. Ich bedanke mich wieder fürs Zusehen. Falls es euch gefallen hat, wisst ihr, ein Like und Kommentar würde mich freuen. Und bis zur nächsten Folge. Tschüss.